Ladies and gentlemen, the world premiere of Lose Your Head. Please welcome again the filmmakers, Patrick Schuckmann and Stefan Westerwelle. To be honest, I can't say anything because I completely lost my head. Hallo, ich bin Stefan Westerwelle. Ich bin einer der Regisseure von dem Panoramafilm Lose Your Head, der in genau einer Stunde Premiere haben wird. Wir holen jetzt Tickets ab. Das hier sind ja so ganz besondere Akkreditierungen. Hier muss man sich nicht wie das Fußvolk um 6 Uhr irgendwie anstellen, sondern wir haben einen Schalter. Da ist nie eine Schlange und es ist vor allen Dingen warm. Genau, Gold, wo unser Marco Mandel, der bei uns ja auch mitgespielt hat, eine Hauptrolle spielt, dass der wahrscheinlich schon ausverkauft ist, also selbst hier. Es kommt immer auf die Leute. Ja, ja, das ist ja super. Viel Spaß dabei. Das ist aber nicht unser Film. Unser Film ist der hier. Das ist das Plakat. Ich würde jetzt gerne mal in den Berlinale-Palast gehen. Mal gucken, ob da so eine Screen rumliegt. Das ist ja immer so das Spannendste am Tag nach den Premieren meist. Dass du unten da irgendwie die Presse dir angucken kannst und vor allen Dingen dann noch mal ungefähr weißt, wie die Presse über die Wettbewerbsfilme denkt. Guck mal, da vorne ist gleich Patrick Schuckmann. Das ist der zweite Filmemacher. Hallo. Ich habe wieder mein Lucia Head T-Shirt an. Wir machen jetzt ein Interview mit dem WDR und anscheinend mit Fotoshooting, das ich gerade gehört habe. Ich glaube, wir haben die Maske dabei, dass der Kater so ein bisschen weggeschwingt wird. Das Problem ist, wir sind vor den Interviews immer aufgeregt als vor der Premiere, weil ich immer Schiss habe, dass ich nicht weiß, was ich sagen soll. Das sieht besser aus, ne? Das ist auch eine Sache, die mich zum Beispiel an dem Drehbuch immer sehr begeistert hat, dass er eben nicht in einem Happy End endet oder eben logisch endet, sondern einfach die Veränderung thematisiert. Also gerade wenn es um Partytourismus geht, die bleiben ja meist einfach ein Wochenende oder 2-3 Tage. Diese Neuwerdung, das, was man sucht, diese Verheißung in dieser Party, möglicherweise auch das Aufgehen, dauert halt einfach 3 Tage an. Also nur die Zeit, die man halt hier ist. Hier heute Abend. Das ist noch nicht unsere Schlange, es wird heute Abend wahrscheinlich ein bisschen voller. Wir haben gesagt, dass es proppenvoll sein wird, dass die Leute sich möglicherweise vorher prügeln. Das ist immer das Tolle. Ich habe das einmal erlebt bei Chantal Ackermann, die hatte eine einzige Vorstellung hier und da haben sie sich tatsächlich geprügelt, weil die alle da rein wollten. Ja, das ist Let's Get Passionate About Film. Das war damals das Motto und das, finde ich, sollte man auch weiter betreiben. Kinos sollten immer überbucht sein. Komm, Klamotten gucken. So, weil die Tong, das ist mein bester Freund, immer glaubt, ich würde nicht nie gut genug aussehen, gehen wir jetzt mal in seinen Laden und gucken mal, was der für mich für die Premiere heute bereitlegt. Du, ich gebe mich da ganz in deine Hände. Stefan, welche Hosengröße hast du? 29. 30. Ich mag es ja immer ein bisschen klassisch. Ja, Mutter, ich ruhe. Ja, du, ich brauche eh noch ein paar Minuten und melde mich dann, wenn ich am Bahnhof bin. Verlasst bitte. Okay, tschüss. Typisch Mutter, oder? Was hat sie gesagt? Nix, sie haben mich die ganze Zeit unterbrochen. Wo steht denn das Auto? Wir fahren besser mit dem Taxi. Da werde ich meine Mutter hier nicht. Ich muss den Wagen ja komplett aufräumen vorher. Da kann ich nicht bringen. So, ich muss einmal zum Hauptbahnhof. Ja, gerne. Die ist bestimmt total nervös jetzt gerade schon, meine Mutter. Bist du eigentlich schon aufgeregt?
Nee, also ich war das vor 2 Tagen extrem. Das ist bei mir dann aber auch nur meist einen Tag und dann ist das vorbei. Also meist kommt die Aufregung kurz vorm Kino, wenn man dann die Schlange sieht, die dann in den Film rein will. Der Film läuft also nicht im Wettbewerb, da wo es dann die großen Bären gibt, sondern hier gibt es die Möglichkeit auf den Panorama-Publikumspreis, Heiner-Karo-Preis, das ist der damals Coming Out gemacht hat, und natürlich den Teddy Award, wo alle Filme mit queerem Inhalt irgendwie drum kämpfen. Ah, jetzt Mutti. Na, Schatzi! Na? Wir gehen jetzt gleich hoch in die Lounge. Da sind schon einige von den Teammitgliedern. Die stelle ich dir jetzt mal vor. Hier ist natürlich Fernando Tielwe, das ist unser Hauptdarsteller. How are you? Hi. The camera doesn't answer. Das ist Ute Schall, hi. Unsere Cutterin. Okay, ich stelle dich mal gerade vor, du bist nämlich Patrick Schuckmann, Produzent, Autor und Co-Regisseur. Sesse de Terzian, die Elena. Hallo. Stavros Yagoulis, rechts daneben, der Kostas. Und wenn du noch einmal ganz nach rechts gehst, den zweiten Produzenten von Mutterfilm. Das ist ja unglaublich. Das ist ein Vamp. Schau mit dir mal Julia Daschner an, das ist die Kamerafrau. Freut mich. Das ist unglaublich, hier alle runterfahren in die Schuhe. Das ist unglaublich. Soll ich rauskommen zum schnellsten Aufzug Europas? Wir sind auch schon da. Schau es dir an, das sind all die Leute, die zu unserem Film wollen und der größte Teil ist schon drin. Mir ist einfach nur heiß. Guck mal, das ist unser Soundmixer aus Köln. Hi! Toi, toi, toi! Hallo! So, wir fangen jetzt an. Ja. Ja, wo ist Patrick? Da. Gut, da. Super. Komm, Stefan. Last year, he presented his film Dead Lab in Panorama. We are so happy to have him back together with his writer, producer, co-director. Please welcome for Lose Your Head, Patrick Schuckmann und Stefan Westerwelle. Ja, ich bin jetzt gerade total fertig. Standing Ovation zu vorne. Das ist so dunkel. Furchtbar. Katastrophal. Scheiß Farbkorrektur. Ja, also da muss man auf jeden Fall mit denen nochmal sprechen. Ja. I never challenged myself to really find out whether this is a dream or this is not a dream. I think everything's the same, dream and reality, especially when you take drugs. Wie war ich denn auf der Bühne? Sag mal. Ja, gut. Ich fand, du warst natürlich, aber auch ein wenig nervös, oder? Oh. Welche wäre dir denn eigentlich lieber? Der Publikumspreis. Weil der einfach auch der größere Preis ist und B, einer, der den Film nicht auf so eine sexuelle Schiene bringt, also ein Homo oder Hetero oder sonst was. Deine ganzen Filme waren doch bis jetzt... Ja, das muss sich auch ändern. Homo-Filme, oder? Ja. Das Thema Homosexualität ist immer da, ist aber nicht... die Auseinandersetzung damit ist nicht das Primäre. Also wir fahren jetzt zur Party. Hi. Ja, toll.